Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder in Far Cry 3. Und ja, wir sind hier gerade im Fähigkeitsmenü, weil ich gesehen habe, dass ich drei Fähigkeitspunkte noch übrig habe. Und die wollen wir dann natürlich alle benutzen. Was können wir denn nehmen? Grüner Daumen, Schwimmprofi. Dann hole ich mir erstmal das. Oh, sehr nice. Schnell mit Leer aufwählen, ohne schnell auszuschalten. Alles klar. Was können wir noch so nehmen? Eisenflanke, das ist auch sehr praktisch. Dann erleiden wir weniger Schaden durch eine Explosion. Und hier, Daumen, hier, oder kann ich uns hier noch was? Ja. Hergestellte Spritzen wirken 25% länger. Das ist auch die Heilspritzen. Nee, ich glaube nicht, ne? Die Hand ist ja nur die... Wirken ja nicht länger, also brauchen wir das eigentlich nicht so. Ja, schneller schwimmen. Ja, komm. Passt schon. Und was brauchen wir für eigentlich für eine neue Waffengurt? Weil ich brauche unbedingt einen neuen Hirschfell. Alles klar. Ich habe mir heute überlegt, wir machen einfach mal so spontan, was uns ins Weg läuft, das machen wir einfach mal. Was war da gerade? War da nicht gerade ein Löwe? Oder Tiger beziehungsweise? Da kommt auch gerade ein Auto von irgendwo. Da. Ich guck mal kurz auf die Karte, wo es hier Hirsche gibt. Da sind Wildschweine, da sind Ziegen, da sind komische Tiere. Büffel oder so, Tiger. Hirsch, 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 Panther. Ziege. Haie, Haie, Haie. Fuchs, Krokodil. Da, alles klar. Können wir da noch irgendwas machen? Hier in der Nähe, dann würde ich da mal hinfahren. Wäre ja ganz super praktisch. In der Nähe Relikt. Alles klar, dann auf nach Amanaki. So, da sind wir auch schon in Amanaki. Oh, ja, will immer da rausgehen. Nur weil irgendwas mit E steht. Hallo. Oh, lecker Suppe. Das sieht nach Kartoffelsuppe aus. Lecker Schmecker. Das leckere Schwein. Ja, ist warm wohl. Ja. Ja, ist sehr warm. Hi. Oh, hi. Ich wollte jagen und hatte Glück. Habe ein paar Schweine entdeckt. Die teile ich gern. Gar nicht übel. Das ist ja nice, dass sie sich hier unterhalten. Du bist so dünn, ich dachte schon. Trägt Blumen umher, da trinkt sich erstmal ein Bier. Ist hier noch irgendwas, so ein Easter Egg oder so? So was Verstecktes, keine Ahnung. Wäre ganz nice, also. Würde ich dann gerne mal mitnehmen, weißt du. Achso, ja, hier kann man ja das noch nicht auswählen. Ist okay, ist okay. So, jetzt. Jetzt aber geht doch. Oh. Ja, so schließe ich meine Autos auf. Wenn ich mal keinen Schlüssel zur Hand habe. Können wir am besten lang fahren? Links rum. Alles klar. Dann fahren wir mal erstmal zu dem verlobenen Brief. Haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesehen, dass wir da einen gefunden haben. Ich glaube, es da gibt so eine kleine Geschichte. So mit Hintergrundwissen. Das will ich natürlich nicht verpassen. Fährt das Auto da unten? Nee, okay. Oh, da ist ein Relikt. Alter, fahr.
Das war doch hier irgendwo. Da, alles klar. Steig mal kurz aus. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber hier kommt er hoch. Alles klar. Was sind wir denn hier? Wir sind ja hier mitten im Nirgendwo. Hä? Hier ist doch nichts. Hä? Da ist überhaupt nichts. Oder? Hä? Nö. Vielleicht unterirdisch oder so. Da liegt was. Nein, ich will nicht runter. Ah, ist klar. Fall runter. Fall runter. Hat ja sonst nichts zu tun. Oh, eine Opferstelle. Ah. Als hätte ich es geahnt. Oh, das ist auch, finde ich, super nice gemacht, dass es hier so Höhlen gibt. Hat was. Auf jeden Fall. Alter! Wer sagt das denn? Ist das das da? Hört das jetzt hier auf? Will ich mal hoffen, ey. Geht mir nämlich tierisch auf die Nerven. Also ich habe ja auch ein bisschen gegönnt, so ein bisschen offscreen, kurz vor der Aufnahme. Habe ich mir ein paar so Karten gegönnt, so mit Objekten drauf. Habe ich mir gedacht, ja, kann man mal einfach so mitnehmen. Ups. Was hat der denn versucht? Augen verbunden? Keine Ahnung. Ich will es auch, glaube ich, auch gar nicht wissen. Guck mal. Ach. Was mache ich denn da? Was tust du hier? Hey, du? Hallo? Geht's dir nicht gut? Hey, du? Psst. Wach mal auf. Hallo? Du schläfst. Schläft er immer noch? Jo, ich laufe ihm auf den Kopf rum und er schläft immer noch. Brauchen wir überhaupt? Ne, brauchen wir ja gar nicht. Dann lasse ich euch mal da leben. Wir brauchen ja überhaupt keine Ziege. Ja, aber noch. Nehmen wir auch mal mit. Wo habe ich mein Auto abgestellt? Da, alles klar. Da wollen wir da mal schnell wieder hinfahren. Hingehen. Alter, ich drücke mal F. So, rein mit uns. In die gute Stube. Ey, das ist... Ach, das ist so ein alter Mercedes. Vorne der Sterne als C. Interessant. Oh, was war das? Oh, noch ein Relikt. Wow. Wow, perfekt geparkt. Das mal kann man es nicht machen. So, wir müssen mal jetzt... Alter! Ich helfe dir! Alter! Ich glaube, ich will hier gar nicht rein. Ah, jetzt bin ich schon drin. Alles klar, schnell nach oben. Holy... Blaues Blatt. Immer mal mit. Kann ja nicht schaden. Wo ist das Relikt? Och nee, sag mir nicht im Wasser. Och nee, ne? Oh scheiße. Und nach oben mit uns. Der Hai steht für Stärke und Brutalität.
Er ist der umstrittene König der Meere. Ach so, unumstrittene König der Meere. Hai-Relikte findet man unter Wasser. Krass. Ist hier in dem Haus noch was? Nee. Alles klar. Dann fahren wir mal schnell weiter. Es tut mir auch leid, dass es in letzter Zeit immer weniger Far Cry-LPs gab. Aber hat man ja gesehen, ich war sehr verstrickt in Ace of Spades. NTA. Fahren wir da jetzt hier lang. Dann habe ich das gemacht, weil mir das gerade voll Spaß gemacht hat, einfach. Und man sollte auch wissen, ich nehme das hier nicht auf, so weil ich Langeweile habe. Nein, weil es mir einfach Spaß macht. Und so soll es auch immer bleiben. Ich will mich auch nicht zwingen lassen, ey, also. Zum Beispiel, wenn mir einer schreibt, ey, spiel mal unbedingt das. Und das Spiel macht mir einfach keinen Spaß, dann mache ich das auch nicht. Sind das welche von uns? Jo. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Hä? Ah, hier. Okay. Die Seite ist abgeflacht. Abgeflocht. Was ist das denn für komische Schweine? Der hatte aber witzige Flecken. Süß. Hui. Hier ist ja voll Schweinsparty. Auto. Auto auf 9 Uhr. Okay, es fährt weiter. Och nee, ne? Sag mir, ist das... Ja. Natürlich ist das wieder unterirdisch. Das, ja, es finde ich blöd, dass das nicht angezeigt ist, ob das oberirdisch ist oder unterirdisch. Boah, ist noch knapp. Klar, und der Höhleneingang ist jetzt ja auch nicht eingezeichnet. Ist doch blöd. Bin ich... Was ist das denn da? Sind das Zebras? Nee, Rehe. Warte, brauchen wir Rehfell? Mal schnell gucken. Wir haben... Was ist Kasualeder? Alles klar. Beuterucksack. Tapir. Dafür brauchen wir Leopardenfell. Wildschwein. Also ja, wenn ihr jetzt sagt, dass... Hätte ich die Schweine mitnehmen sollen, aber nein, das sind ganz normale und keine Wildschweine. Sprengen, Ziegenfell. Oh, verdammt. Also brauchen wir noch ein bisschen Ziegenfell auf jeden Fall. Wildschwein. Und Hirsch. Hirsch brauchen wir also auch ein paar Mal. Das sind die jetzt nur Rehe, oder? Ne, das sind Hirsche. Oh, geil. Sind ja ganz schön kleine Viecher. Alter, lass mich in Ruhe. So, den hören wir uns noch hier. Wird die kleine eine kleine Jagdfolge, denke ich. Wo haben wir denn noch? Ich glaube, da ist der Eingang zur Höhle. Oh, aua. Shit. So, was können wir uns jetzt herstellen? Eine größeren Waffengurt. Oh ja, geil. Wie viele... Hä? Was brauche ich dafür? Haihaut. Alles klar. Dann brauchen wir Zeit, Ziege, Wildschwein. Und wenn wir mehr Geld für Tapir. Nee, dieses Kossadur. Hallo? Hallo, geht's dir noch gut? Oh, was hast du mir dahinter hingelegt? Oh ja, das war nett. Oh, da freundlich. Was machst du denn da? Oh, hast du mir ein Süppchen gekocht?
Da ist aber nichts drin. Was hast du denn in deiner Kiste? Edelsteine. Oh, danke, dass du mir die hingelegt hast. Kerze hast du noch angezündet. Was hast du denn da getrunken? Ja, bitte, ich bewache dich. Keine Angst vor dem bösen, bösen Auto. Nein. Den Brief darf ich nehmen? Woll, danke. Alles klar. Maurice Brief. Mutter. Wir haben seit meinem letzten Brief 7 Mann verloren. Darunter Itchy und Ken. Wir waren wie Brüder. Ken war immer lustig. Ich wünschte, du hättest ihn kennengelernt. Itchy war ruhig, aber stark. Hat sich nie beschwert. Die Männer erwarten jetzt, dass ich stark bleibe. Und wer weiß, was in Major Mogi gefahren ist. Man soll sich nicht über solche Dinge sprechen, aber hier kann ich mit keinem darüber sprechen. Major Mogi sieht Feinde, wo keine sind. Die Amerikaner sind noch nicht hier. Dennoch sieht er sie hinter jedem Baum. Jeder Vogel ist eine Thunderbolt oder ein Corsair. Oder wie schaut man das aus? Egal. Jeder Schatten eine Bombe. Sogar uns beschuldigt er, mit dem Feind zu kollabieren. Ich bin sicher, alles wird wieder normal. Wenn uns Nachrichten aus der Heimat erreichen. Der Dschungel macht eine taub mit seinen Gespenstern. Dein Sohn, Obergefreiter Mori. Hättest du ein bisschen an wie Mowgli im Dschungel. Also, den habe ich gelesen. Zwei habe ich noch nicht, schade. Alles klar, aber ich glaube, das hier ist Mori. Naja, der war ja sehr, sehr stark geblieben. Legt sich hin und kocht sich ein Süppchen. Alter, ist ja voll dunkel hier. Hier draußen macht er natürlich die Taschenlampe aus. Wow. Alter. Wow. Danke, Junge. Nett von dir, Kumpel. Boah. Alter. Ich hab mich erschrocken, ey. Oh, was ist das denn da? Oh, shit. Hier ist ein Auto runtergefallen. Krass. Wo haben wir jetzt noch einen Hirsch? Ich brauche noch einen Hirsch für... Ich glaube, für eine Raketentasche oder so. Hier läuft gerade keiner rum. Oh, ein Bunker. Also ich glaube, die Amerikaner und noch irgendwer hatte hier drauf Krieg. Auf jeden Fall. Boah, nice Stellung. Eigentlich so schön hier auf die Bucht hinaus. Nicht schlecht gelegen, nicht schlecht gelegen. Schweine, sind das Wildschweine? Ja, das sind Wildschweine. Alter. Wow, krass. Habe ich doch noch bekommen. Ich dachte schon, der rennt weiter, aber das war der Hund da. Alter. Die Hunde leisten hier ein bisschen Vorarbeit. Wölfe. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Alter. Geht da richtig fette Party, ey. Ja, richtig, ein Hund. Danke, dass du es mittlerweile auch bemerkt hast. Oh, ich muss auch kurz niesen. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder.
Boah, ja. Hat die Feinde. Boah. Alter, nein, lass mich in Ruhe. Alter, scheiße. Oh, shit. Haben wir nur unnötig Munition verballert hier. Und das Schwein ist auch weg, was wir gerade geschossen haben. Oh, shit. War wieder gar nichts. Das ist... Nee. Nee. Hm. Alter. Wollte aber auch sagen hier. Und es ist nur ein Hausschwein. Alles klar. Shit. Was sind wir jetzt hier überhaupt? Ich verlaufe mich gerade voll. Hier gibt es das Hirschzeug. Alles klar, dann sollten wir dahin laufen. Und nicht hier wie so ein Irrer in der Gegend verweilen. Kann ich da drunter lang? Sieht so aus, oder? Nee, doch nicht. Hat die Munition verbraucht, ey. Shit. Mann, Mann, da. Ah, warum war denn da? Ach ja, ach, ist mir Munition ausgegangen. Ist das ein Heli? Hä? Was ist das? Hä? Ach, ein Jetski ist das. Oh, hallo. Oh, da gibt's auch noch was. Nehmen wir das auch noch mit. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Aha. Ist das so? Ich darf mal kurz. Alter, es geht nie ab, voll die Party hier. Und alle sehen gleich aus. Alter, lass mich in Ruhe, Jungs. Boah, ey, ich hab doch gar nichts gemacht. Schild mal. Boah, ganz ehrlich. Boah. Oh, ich wusste nicht, dass sie mich angreifen. Wow, ich werde verfolgt, oder? Wow, ich sollte mich schon zurückgucken. Oh, hallo. Eigentlich sind das ja unsere Freunde, aber unter diesen Umständen leider nicht. Ich glaube, ich mache mir eine eigene Gang auf, ey. Jetzt mit meiner eigenen Tattoos im Arm. Ja, wer ist sich heutzutage noch so ein Geier? Oder so, er ist doch old fashioned, ey. Das macht doch keiner mehr. Oh. Hallo. Ach, die hängt da aber gut. Keine Sau hier. Ist ein Hirsch? Nein. Natürlich nicht. Wenn ich mal was suche, dann ist das natürlich nicht da. Sehr praktisch. Da können wir mal hingehen. Vielleicht ist da was. Wusste ich doch. Was hier auch für kleine Wohnungen sind. Ich frag mich, was hier passiert ist, warum hier so viele sind. Hm. Hm. Was ist das denn hier? Ich will da so voll gerne runterspringen, aber ich habe Angst, dass ich mir was tue. Aber no risk, no fun. Also, das benutze ich jetzt auch als Abschied aus dieser Folge von Far Cry 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst auch gleich ein Gefällt mir da. Wenn es euch gefallen hat. Ey, was ist das denn da? Da muss ich irgendwie hinkommen. Auf jeden Fall. Und das werden wir dann erst in der nächsten Folge versuchen. Also ich. Also ja. Das werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen, wollte ich sagen.
Bis dahin, ciao, ciao. Woo!